Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ein echter Freund der Victorinox-Messer bin. In dem Fall jetzt hier das Hunter Pro. Einmal mit diesen Polyamid-Griffschalen, einmal in der Alox-Variante. Und das sind halt schon sehr ordentliche Messer. Beides. Eigentlich ein Handöffner. Es ist schwer, sie mit einer Hand zu öffnen, aber es würde theoretisch gehen. Und es ist halt eine Feststellklinge. Das heißt, somit wäre es im deutschen Raum eigentlich illegal. Beziehungsweise man darf sie zwar besitzen, aber eben nicht mit sich führen. Und wir haben hier eine Klingenlänge von 10 cm. Und das in beiden Fällen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf eine neue Marke aufmerksam geworden und dabei handelt es sich um die Firma Spyderco. Und dort habe ich mir jetzt das Tenacious bestellt. Einmal mit einer Wellenschliffklinge, einmal mit einer normalen Klinge. Es gäbe noch weitere Varianten, auch mit einer Teil-Wellenschliff und Teil-normaler Klinge. Aber ich habe mich halt für die beiden Varianten entschieden, weil ich es halt mag, wenn eine Klinge durchgehend entweder Wellenschliff oder eben geraden Schliff hat. Dann packen wir die beiden mal aus. Wo ich übrigens komplett drauf abfahre im Moment, sind diese Mods von Victorinox, wo halt die Victorinox-Klinge gegen eine Spyderco-Klinge ausgetauscht worden ist. Auch da wird jetzt in naher Zukunft ein Messer auf mich zukommen. Es ist das erste seiner Art, was jetzt bestellt worden ist und wird aber noch einige Tage brauchen, weil es halt aus Amerika kommt. Aber wie gesagt, hier haben wir einmal das Spyderco Tenacious mit gerader Klinge und das gleiche eben mit dieser Serrated bzw. Wellenschliffklinge. Ihr seht hier dieses Muster drauf mit dieser kleinen Spinne, beziehungsweise hier ist die Symbolik nochmal wiederholt. Ja, und wer die Marke Spyderco gar nicht kennt, das ist eine Firma, die wurde 1984 gegründet, stellen sehr hochwertige Messer her. Ich glaube, der eigentliche Standort ist in Colorado in USA und die günstigeren Varianten, die kommen halt aus Japan. Das heißt, Spyderco hat die Rechte an dem Namen eben abgegeben. Die günstigeren Varianten haben dann halt einen etwas günstigeren Stahl beziehungsweise haben vielleicht auch Verarbeitungsmängel beziehungsweise eingeschränktere Qualitäten. Wobei, wo ich jetzt hier sagen muss, ich finde das schon wirklich top verarbeitet. Hier hinten seht ihr noch diesen Clip. Auch da gibt es verschiedene Clips. Beziehungsweise ich muss sagen, diese Fangemeinde um Spyderco herum, die ist riesig. Ebenso wie es bei Victorinox der Fall ist, gibt es auch bei Spyderco ganze Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, etwa andere Griffschalen herzustellen oder eben andere Clips oder wo halt die Klingen selbst behandelt werden. Wie gesagt, da gibt es so unendlich viel. Und das sind jetzt halt die ersten beiden dieser Art, die ich mir bestellt habe und ich muss sagen, ich bin komplett begeistert. Es gibt noch das Spyderco Paramilitary 2 und auch das 3er gibt es natürlich. Mir persönlich hätte es das 2er sehr angetan. Da ist es dann wirklich so, der Stahl, der dort verarbeitet worden ist, der ist halt unglaublich hochwertig, sehr lange schnitthaltig, gut zum Nachschleifen etc. Das Messer kostet dann so um die 220, 230 Euro, wenn es die Standardvariante ist. Da gibt es aber auch Mods, die kosten 500, 600 Euro, je nachdem. Es gibt auch richtig teure Spyderco-Messer, die gehen in die Richtung 700, 800 Euro oder sogar weit in den Tausender-Bereich rein. Und das hier sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten, aber mit einem Preis von etwa 60 bis 70 Euro sind sie noch relativ günstig. Und auch hier ist es so, man sieht halt, die Klinge, die ist jetzt nicht sonderlich dick. Ich würde mal sagen, um die 2 mm etwa. Ja, 2 mm ungefähr. Und damit ist sie etwas dünner als wie jetzt bei den Victorinox-Varianten. Auch hier ist es so, die beiden Victorinox-Varianten, die liegen aktuell so bei
um die 90 Euro, 85, 90 Euro. Ich glaube, 110 war das teuerste, was ich hiervon mal gesehen habe, wenn es Originalmesser sind und keine Mods. Aber im direkten Vergleich sieht man halt, die Victorinox-Varianten sind halt schon nochmal eine Ecke größer. Beziehungsweise die Klinge selbst ist auch nochmal ein ganzes Stück größer. Wir hatten ja hier 10 cm und bei den Spyderco-Varianten sind es 8,5 cm beziehungsweise 85 mm. Und das in beiden Varianten. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich warte jetzt aktuell auf einen Mod. Und zwar handelt es sich dabei um eben ein Victorinox-Tool. Als Basis wurde dort ein Swiss Champ verwendet und als Klinge ein Spyderco Dragonfly. Die sieht ähnlich aus wie die, ist nochmal ein Stückchen kürzer, so ungefähr 65 mm. Aber da warte ich halt noch auf den Zulauf. Und da es aus Amerika kommt, kann es so etwa 2, 3 Wochen dauern, bis das dann endlich mal da ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Spyderco-Messer an sich einfach wirklich wunderschön. Auch hier ist es so, es sind natürlich Einhandöffner. Ich bin zu untalentiert dafür. Man kann es mit einer Hand aufflippen. Beziehungsweise es gibt da einige, die flippen das einfach mit dem Mittelfinger so auf. Das geht bei der Variante nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach an diesen günstigen Messern liegt. Aber bei mir flippt es eben nicht auf. Ich weiß aber, dass es bei den höherwertigeren Modellen auf jeden Fall kein Problem ist. Aber mir geht es auch gar nicht so sehr darum, ob das Messer mit einem Finger aufgeflippt werden kann oder eben, ob es wirklich brauchbar ist. So, und für mich zeichnet sich ein Taschenmesser dadurch aus, dass ich mir halt, was weiß ich, unterwegs mal eine Wurst klein schneiden kann oder Obst oder dass ich mal ein Seil durchtrennen kann, dass ich etwas schnitzen kann, einen Karton öffnen kann und sowas alles. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Äste oder Bäume zu spalten oder gar zu fällen. Dafür gibt es halt andere Werkzeuge. Ein Taschenmesser ist für mich einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, eben um kleinere Schneidwerkarbeiten auszuführen. Und ja, dafür finde ich die wirklich perfekt. Die liegen super schön in der Hand. Was halt auffällt, ist diese Texturierung dieser Oberfläche. Da gibt es auch andere Varianten, auch vom Originalhersteller gibt es andere Varianten. Die sind dann etwas glatter. Hier ist es so, wenn man hier das die ganze Zeit in der Hand hält, merkt man halt schon, dass es Abdrücke auf den Fingern gibt, beziehungsweise auch hier am Handballen. Aber generell finde ich das trotzdem ganz gut. Hier diese Daumenbremse, die ist auch recht schön ausgearbeitet. Ja, wie gesagt, ich finde die Spyderco tatsächlich sehr, sehr hübsch. Ich habe sie mir beide in Schwarz bestellt, weil ja, das hat nochmal so, ja, wie soll ich sagen, diesen kleinen Bad Touch, dass es halt einfach nicht Standard silbern aussieht. Wobei ich sagen muss, hier das Victorinox Alox ist natürlich ein wunderschönes Messer. Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Von der Schneidkraft her erfüllen die alle ihren Zweck. Es ist jetzt kein Messer dabei, was sich davor ins Hemd machen würde, wenn es darum geht, mal ein Paracord durchzuschneiden oder ein Seil bei Wurst, Tomate, was weiß ich was. Ich finde diese Tests eher etwas komisch, weil im Endeffekt, das sind ja Schneidarbeiten, die halt dann gemacht werden, wenn das Messer gerade aus der Firma kommt. Da performen die meisten eigentlich wirklich gut. Survival Martin hat da ja mal so eine coole Testserie gemacht mit verschiedenen Messern. Und auch da hat man gesehen, das eine oder andere Messer stolpert vielleicht bei einer Aufgabe, aber die grundlegenden Arbeiten, die halt für ein normales Messer notwendig sind, die schaffen die alle. Da brauchen wir also jetzt nicht hinzugehen und irgendwelche Äste klein zu schnitzen oder irgendwie sowas, denn das erwarte ich einfach von einem Messer. Und ganz ehrlich, das kann man sogar mit einem Küchenmesser vom günstigen 1-Euro-Markt. Und wenn das Messer selbst das nicht hinbekommt, ja, dann läuft grundlegend was falsch. Aber wie gesagt, sowas ist mir nicht untergekommen und ich habe mittlerweile zahlreiche Taschenmesser getestet. Von daher passt es schon so, wie es ist. Wie gesagt, Spyderco, Victorinox, beides sehr schöne Hersteller beziehungsweise haben sehr schöne Messer im Sortiment, die mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt, ob es bei diesen beiden Spyderco bleiben wird. Beziehungsweise, wie gesagt, das dritte ist ja bereits auf dem Weg, dieser Mod. Aber das Paramilitary 2 ist zwar schon etwas teurer, aber wird mir grundlegend schon gefallen. Wobei ich glaube, ich gelesen habe, dass die Klinge da nochmal etwas kürzer ist als wie hier bei dem Tenacious.
Aber ja, ich sag mal so, auf die Klingenlänge kommt es ja jetzt nicht so zwingend an für die Arbeiten, die wir damit machen wollen. Ich bin mal gespannt. So viel zum Spyderco Tenacious. Hat es mir wirklich sehr angetan, finde ich unglaublich schön und interessant. Es gibt noch ein paar kleine Gimmicks dabei. Was haltet ihr von Spyderco? Ich weiß halt aus den ganzen Gruppen, die es da gibt, dass die Freude an den Messern wirklich sehr, sehr groß ist. Und eben, wie gesagt, die riesige Fangemeinde, die da bereits besteht, die bestätigt es ja auch immer wieder. Es sind halt wirklich tolle Messer. So viel zum heutigen Video. Es ist etwas kürzer als wie gewohnt. Das liegt einfach daran, ich bin gerade mitten im Umzug. Ich habe das Video jetzt mehr oder weniger auf die Schnelle gemacht. Ich habe die meisten Sachen von mir auch schon eingepackt und muss halt schauen, dass ich jetzt noch Material für Content finde. Wobei ich denke, dass das hier wirklich heute mal wieder ein cooles Thema war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.